Hallo, liebe Filmfreunde, hier ist euer Vorhies 82 mit einem neuen Mediabook Unboxing Video für euch. Und ich bekam ja ein kleines Paket von Play & Pictures. Erstmal hier nochmal vielen herzlichen Dank. Und da war der Film drin, Joey gegen den Vulkan. Und warum ich mich über diese VÖ so extrem freue, dazu am besten dazu mal das Unboxing Video zu diesem Mediabook angucken. Und im Paket von Play & Pictures war noch ein weiterer Film drin. Das ist aber für mich auch eine Erstsichtung, denn diesen Film kenne ich und habe auch noch nie wirklich was von diesem Film gehört. Und zwar Prince of the City, ein Film von Sidney Lumet aus dem Jahre 1981. Und warum ich von diesem Film nicht so viel gehört habe, einfach aus dem Grund, auch diesen Film gibt es nicht auf Blu-ray-Disc und auch hier haben wir eine Erstveröffentlichung auf Blu-ray-Disc hier in deutschen Landen. Es gibt auch noch eine DVD-Version von diesem Film auch in Deutsch, aber die kostet zwischen 17 und 29 Euro. Also ihr seht auch schon hier wieder eine weitere Perle von der Liste streichen, die lange gesucht wurde auf Blu-ray-Disc und jetzt hier endlich erstmals ebenfalls auf Blu-ray-Disc und auch nochmal eine Neuauflage von DVD von Play & Pictures in einem wirklich sehr schicken Mediabook. Kommt auch am 15.02. in den Handel heraus, zu bestellen bei Amazon, überall, auch natürlich beim Play & Pictures Shop. Ein Kauf findet ihr unten in der Videobeschreibung und kostet sage und schreibe 29,99 Euro. Ja, auf diesen Film bin ich auch schon mehr als gespannt. Der Film geht 164 Minuten, also auch hier braucht man doch recht lange Sitzfleisch. Aber den habe ich eigentlich, und wenn diese Filme extrem spannend sind, dann stören mir auch diese Laufzeiten auch überhaupt nicht. Außer natürlich, die ziehen sich wirklich wie Kaugummi. Ich habe erst vor kurzem einen angeguckt und da könnte ich gerne mal dazu mal ja, meine Filmtagebuch angucken, der Kalenderwoche Nummer 5, denn da wird auch das erwähnt, welcher Film ich dazu auch meine. Der Film ist ab 12 Jahren freigegeben und bevor wir lange jetzt rumreden, wir gehen in die Ego-Perspektive, mache jetzt erstmal die Folie runter und dann schauen wir uns mal das Mediabook auch nochmal genau an. Wir haben auch hier noch eine Bonus-DVD mit dabei, die hier mit dabei ist, mit einer Dokumentation. Auch hier der FSK 12 Aufkleber, hier aufgeklebt auf der Folie und hier haben wir auch nun ein Hochglanz-Mediabook zu dem Film Prince of the City von Sidney Lumet und wir gehen jetzt mal direkt in die Ego-Perspektive über und dann schauen wir uns mal das Mediabook mal ganz genau an. Bis gleich. Und da sind wir auch schon in der Ego-Perspektive mit dem Mediabook zu Prince of the City, ein Sidney Lumet-Film aus dem Jahre 1981 mit diesem ja, normalen Kinoplakat, weil es auch schon auf der VHS und auch auf der DVD schon gab. Für mich persönlich ein bisschen unspektakulär, aber natürlich für die damalige Zeit war das auch voll und ganz in Ordnung. Wir haben hier eben die, würde man sagen, New York ist es hier und eben hier einen Polizisten hier mit der Polizeimaike in, ja, hineinkopiert. Ist schon cool gemacht, aber ist eher nichts, gerade nichts Spektakuläres, würde ich mal behaupten. Und ja, hier einmal der Schriftzug Prince of the City. Ansonsten haben wir auch so alles komplett in Weiß. Das ganze Mittelburg ist auch hier in Hochglanz. Und aber ansonsten haben wir wirklich keine weiteren Aufdrucke. Also hier kein Blu-ray-Disc und kein DVD-Druck hier unten drauf. Hier wurde es schon ein bisschen weiterentwickelt, was mich auch gar nicht stört. Finde ich auch wirklich sehr schön. Hier passt es auch sehr gut, das ganze Plakat. Und wir gehen jetzt hier mal zum Spine über. Und da sehen wir hier nochmal Prince of the City, unten das Blu-ray-Disc-Logo und der Film liegt hier, Entschuldigung, nur auf der Blu-ray-Disc vor, nicht auf der DVD, denn wir haben nämlich hier eine Bonus-DVD mit dabei, die habe ich euch vorhin unterschlagen und habe gemeint, dieser Film liegt auch in DVD vor. Nein, er liegt hier nur auf Blu-ray-Disc vor und einmal hier ein Meisterwerk des epischen Thrillers von Cinema geschrieben. Und das Erste, was ein Cop lernt, ist, dass er niemandem außer seinem Partner vertrauen kann, erklärt Detective Danny Cielo, gespielt von Tweed Williams, dem stellvertretenden Staatsanwalt. Ich schlafe mit meiner Frau, aber ich lebe mit meinem Partner. Ich würde sie nie im Stich lassen. Doch auf Dauer kann er die allgegenwärtige Korruption nicht mit seinem Gewissen vereinbaren. Er schließt sich einer Sonderkommission an, die polizeiliche Kriminalität untersucht. Jetzt ist er in der Rolle des Verräters und wird für seine ehemaligen Partner zur Bedrohung. Nach seinem Meisterwerk Serpico
stieg Regielegende Sidney Lumet wieder hinab in den Sumpf korrupter Cops. Nach Robert Dalys fesselnden Bestseller über Ermittlungen gegen die New Yorker Polizei lieferte Lumet einen schonungslosen, spannenden Blick hinter den Kulissen der Fahnder. Klingt wirklich sehr spannend, aber durch die Laufzeit ist auch sehr, sehr lange. Also es kann auch hier etwas Längen geben. Ich kenne diesen Film, wie gesagt, noch nicht. Dann habe ich nochmal Prince of the City. Ein paar Szenenfotos gibt es hier und auch hier unten. Und als Extras gibt es hier noch eine Dokumentation auf dem Prince of the City, die wahre Geschichte, ca. 29 Minuten. Dann Interview mit Sidney Lumet, ca. 9 Minuten. Ein Trailer, Bildergalerie und ein 20-seitiges Booklet von Stefan Jung geschrieben. Dann sind hier noch die Credits mit dabei, das Play-on-Pictures, Warner Bros. Logo. Und die Filmlänge hier geht, wie gesagt, 167 Minuten. Bildformat 1:85:1. Tonformat DTS HD Master Audio 2.0, Sprachen Deutsch und Englisch und Untertitel gibt es auch hier nochmal in Deutsch. So viel schon mal zu der Inhaltsangabe zu dem Film und auch zu der Rückseite. Ist einigermaßen schön gestaltet, auch hier mit dem weißen Rahmen hier außenrum. Und dann schlagen wir jetzt hier mal auf. Und auch hier haben wir dann die Blu-ray-Disc, diese schaut hier so aus, Prince of the City und das FSK 12 Aufkleber noch und einmal hier das Blu-ray-Disc-Logo und auch das passt hier perfekt zur Hintergrundmotiv rein und wenn man es hier so reinmacht, auch das sieht dann hier so aus, auch ein bisschen dunkler als das andere, ne, hier passt es sogar, nein, hier passt es von der Farbgebung her, dann hier den Fahnder, dann geht es hier Gefangen in der Stadt, Sidney Lumets Meisterwerk Prince of the City von Stefan Jung geschrieben und dann geht es hier schon los mit Dark City und hier auch hier schon mit dem blauen Balken oben drauf, hier passt auch die Zusammensetzung auch sehr gut, dann haben wir hier ein komplettes Motiv, auch hier mit dem Hintergrundmotiv und auch mit dem Text, der Prinz im Käfig, Milieu und Szenen. Ja, das Mittelbuch ist hier schöner gemacht worden, wie ich finde. Auch im Blocksatz geschrieben. Und auch einigermaßen auch zentriert. Und dann der Autor. Und dann hier zum Schluss gibt es dann noch die Quellenangabe. Und hier noch ein paar weitere Szenenfotos. Und hier dann zum Schluss noch dann die Bonusmaterial auf DVD. Und wie gesagt, der Film liegt hier nicht auf DVD mit vor, sondern nur auf der Blu-ray-Version. Auch hier passt aber perfekt zum Hintergrundmotiv. Und das Ganze schaut dann jetzt hier so aus. Und so wie schon mal zu dem Mediabook zu Prince of the City. Und wir gehen mal ganz kurz zurück zum Hauptschirm. Bis gleich. Ja, meine Lieben, das war das Mediabook zu Prince of the City, ein Film von Sidney Lumet und ich bin schon sehr gespannt auf diesen Film. Auch dieser Film klingt sehr, sehr spannend, aber die Laufzeit von 167 Minuten kann doch sich auch ganz schön ziehen. Und ja, aber hier wieder mal eine VÖ von Play & Pictures, endlich wieder ein alter Film auf Blu-ray Disc erschienen. Nochmal hier vielen, vielen Dank nochmal dafür. Und bin schon gespannt, wie mir dieser Film gefällt. Habt ihr denn diesen Film schon gesehen? Wenn ja, schreibt in den Kommentar rein, wie der Film euch gefallen hat. Und ob ihr auch das mit dem Buch euch kaufen werdet. Auch von der Gestaltung her finde ich sie auch ein bisschen besser als das von Joey gegen den Vulkan. Das Buch wurde hier zentriert gemacht, auch alles recht passgenau. Auch von der Farbgebung her passt auch sehr gut. Das Covermotiv jetzt hier eher unspektakulär, natürlich ist es auch dem Kinoplakat auch nachempfunden und von daher ist es auch vollkommen okay. Wie gesagt, ab dem 15.02. im Play & Pictures Shop als auch bei Amazon und natürlich auch bei Hände eures Vertrauens zu kaufen für 29,99 €. Ein Kauflink unten in der Videobeschreibung und wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne einen Kommentar da lassen, wie euch der Film gefällt und wie euch auch das Mediabook gefällt. Das war's von mir, bleibt schön gesund, tschüss mit Ö und piep.